So, da sind wir wieder zurück bei Saints Row 4. Alter, werde ich... Alter, ich werde sofort umgefahren. Was denn hier los? Ich glaube, wir müssen uns mit Keith auf dem Schiff treffen. Das ist unsere Mission zum aktuellen Zeitpunkt. Und dieser will ich jetzt mal nachkommen. Ich finde das auch so lustig, wie der Charakter leuchtet. Ich gehe zum Keither Orthopäden. Als hätten wir nicht noch schon genug Keith-Witze gemacht. Ach nee, Alter, das wird niemals alt, weil es schon immer alt war. Namenswitze sowieso mit unter die Besten. Ist leider so. Vergisst du eigentlich auch immer im Sprung schon den Sprung zu aktivieren? Ja, ich bin andauernd am Absaufen. Geht mir aber genauso. Ich hasse es mittlerweile, richtig über Bäche zu fliegen. Ja, die gehen ja, mir ja, richtig ja auf den Sack. Nein, jetzt hat er den Sprung deaktiviert. Ah. Huch. Was ist denn das hier eigentlich? Wie kann man diese Sphären eigentlich kaputt machen? Gar nicht. Am besten springt man echt hoch einfach und nimmt sich die Zeit und dann schwebt man. Aber da vorne ist das Portal. Ach so, warte. Ich geh schon mal aufs Schiffchen, kann ich ja. Ja, na klar, warte. Und das schöne Schiff. Ja, und der Rumpi lässt noch viele Grüße aus dem Urlaub ausrichten. Ach, die kleine Potsau, ey, ich beneide den so. Ja. Was ist das denn? Rusty's Needle. Ach, hier kann man sich Tattoos stechen lassen. Genau, haben wir doch schon gemacht alles. Stimmt. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz auf der Karte gucken. Ich habe nämlich die Zielaktivierung komischerweise nicht. Ich geh mal ganz kurz, das Portal ist aber gerade um die Ecke. Keine Sorge, ich beschäftige meine Zuschauer irgendwie. Wir schauen uns derweil auf dem Schiffchen ein wenig um. Huch. So, ich betrete den Club und rieche sehr gut. Aha, bist du auch frisch geduscht? Nee, leider nicht. Ich feier ja immer noch die Gummipuppe in der Brücke. Und hier ist auch Keith. Ich spreche mal mit dem, ne? Warte, ich bin gleich bei dir, aktiviert direkt für dich, das Gespräch mitunter. Nee, ich höre das dann, glaube ich, nicht. Echt? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, dann warte ich. Ja, dann warte ich lieber. So, ich müsste gleich bei dir sein. Oh, hier auf dem Schiff fehlt mir das Superlaufen. So, da bin ich, Schnucki. Und ab geht die Post. We've all had enough of this shit. Do this, and you can set your own terms in this fight. I need every advantage I can get. Hey! Unbegrenzte Sprinten, Alter, wird nicht mal einfach. Mann, haben will. Von allen Sachen will ich das als erstes haben. Aufgabe abgeschlossen. Das hat sich gelohnt, dass wir das gemacht haben, die Nebenmission mit dem. Auf jeden Fall unbegrenzte Sprinten ist ja mega der Shit. Super geil. Ich will sofort wieder zurück in die andere Welt. Willst du sprinten? Ja, sprinten. Wenn ich einmal jogge, dann virtuell. Ich glaube, wir sind hier falsch, ne? Ja, ich renne dir einfach nur hinterher. Guck mal, hast du mal so einen Wurzelbaum gemacht eigentlich? Leertaste? Sieht super aus. Nee. Hä, wie geht das denn? Einfach Rennen, Leertaste? Shift und Leertaste. Vielleicht muss ich. Ach, sieh an. Hui! Batz! Alter, gerade voll aufs Maul gelegt. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Huch, was ist denn hier? Guck mal, was der für eine Mütze anhat. Dieses Haiwesen. Der Pimp-Hai und die Kette. Guck mal, die Mucke. Benutzt mal den Computer gerade. Oh, ach. Wir können zusammen benutzen. Wir machen gerade ein LP, Saints Row 4. Audiologs. Text Adventures. Kinsey? Haben wir noch keine gefunden. Ah, das sind Audiologs. Ja, scheiß auf die Audiologs. Ja, echt, Audiologs sind echt, also... Kennen wir ja eh schon alle. Super. Superb. Möchte ich beinahe sagen. Très bien, wie der Rumpel sagen wird. Très bien, weil er ist ja Frankreich. Genau, Très bien. Très bien, yeah. Alter, ist es immer irgendein anderes Ding? Wo muss ich denn jetzt rein? Ich mit meinem Dauershift, ey. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen, hier, das Dauersprinte. So, ich betrete die Simulation. Okay, ich komm mit. Das ist ja gut. Ich bin direkt sofort bei dir. Wo geht's denn hin? Guck mal, die gehackten Läden sind, können wir sogar wieder anreisen. Ich glaube, wir können fast alles anreisen. Nee, leider nicht. Nee? Nee, leider nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall, was haben wir denn da schönes Neues bekommen? Dauersprinten und es funktioniert tatsächlich. Hammergeil. Boah, geil. Bams. Das ist mega praktisch. Boah, wie schnell man jetzt ist und wie schnell man über alles drüber kommt und... Ach, das bei den Dauersprinten ist natürlich, ein Traum. Hey, ich freue mich. Juhu. Ich hacke mal ganz kurz einen Rimjobs, weil ich gerade Bock drauf habe. Hacke ich hier mal nochmal einen Laden. Boah, cool. So. 1, 2, 3. Beams. Zack. Hack geschafft. Wow. Batsch. 4 von 34 erledigt. Yo. Ich sorge gerade für Probleme.
Weil ich ein Problemkind bin. Ja, das stimmt natürlich. Immer schon gewesen. Doch, das gibt's doch gar nicht. Was war das denn gerade für ein Fail? Und wo sind sie noch? Da ist noch jemand. Patsch. So, 123 Datensammlungen. Huch, entschuldige. Sorry, falscher Knopf. So, ich update mal ganz kurz die Kräfte. Boah, das finde ich eine gute Idee. Aber wir müssen ja eigentlich erstmal bei den Leveln weiterkommen. Sprint-Tempo 3. Oh, warte mal. Maximale Geschwindigkeit beim Supersprint. Du bist praktisch schneller als eine abgefeuerte Kugel. Geile Scheiße. Nein, das ist ja der Hammer. Das muss ich unbedingt ausgehen. It's so awesome. It's my life. So, warte mal. Blast-Upgrades. Blast-Element Feuer können wir auch noch upgraden. Ach, Hammer schon. Mit Blast-Elementen, Christi, kennst du dich ja aus. Achso, das kann ich nur aktivieren. Ich glaube, ich werde gerade erschossen nebenbei. Finde ich gut. So mal so nebenbei, das zu erwähnen. Oh, da fällt mir gerade ein. Bargeld müssen wir wieder abheben. Habe ich ganz vergessen. Ah, ich habe es auch völlig, ist mir völlig entronnen. Cool. So, 140.000. Boah, 140 hast du schon. Ich weiß gar nicht, woher. Wieriger Schuft. Ich weiß gar nicht, woher. Ausdauererhöhung. Die Länge des Ausdauerbalkens wird vergrößert. Bekanntheit, schnelleres Sinken. Deine Bekanntheit sinkt etwas schneller. Go, Gesundheitsupgrade. Cool. Ich hab jetzt mal die Ausdauererhöhung 2. Gesundheit würde ich dir auch empfehlen. Ich hab jetzt mal die Ausdauer erhöht. Bekanntheit sinkt schneller, mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Haben wir beide was von, hoffe ich. Wo ist denn das? Bei, Fähigkeiten. Ja. Ah, Fähigkeiten. Ausdauer nur 2 hatte ich schon. So, Gesundheit mache ich auch mal ein Upgrade. Ach, das habe ich alles schon aktiviert. Und Gesundheit Vakuum mache ich jetzt auch mal. Bin ich auch mal so ein Staubsauger. Gesundheit Pickup Wert 2. Mittlere Erhöhung des Werts aller Gesundheit Pickups mache ich auch mal. Mach ich auch mal. Habe ich nicht. Sehr gut, sehr gut. Schaden, Feuer. Leichte Verringerung der Schäden durch Feuer, leichte Verringerung der Schäden durch Explosion, Schaden, Handfeuerwaffen, leichte Verringerung der Schäden durch Kugeln und Laser. Nahkampf-Superstärke. Kannst du auch skillen. Auch sehr cool. Ja, auf jeden. Auf jeden! Ach, Nahkampf-Superstärke 2 kann ich sogar schon skillen. Erhöht die Stärke deiner Schläge auch noch mehr. Das war ja auch der zweite, meine ich. Geil, jetzt habe ich nur noch 44.000, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist einfach nur mehr Mundtragen. Ja, ich nehme das mal mit, alles ein bisschen so. Das kostet ja nur Kohle, davon kriegen wir doch genug. So, Boni, Bargelderhöhung 2 und noch Bonus-EP. Boah, Bargelderhöhung 2 gibt's. Boni sollte man echt als erstes gucken. Bonus-EP habe ich leider nicht, nee. Nee, ist doch noch nicht... Ach doch, ja, hier Bargelderhöhung 2, das sollte man natürlich auf jeden Fall nehmen. Oh ja, boah. Taschendiebstahl. Remple vorsichtig Leute an, um ihnen der Geld zu stehlen. Das mache ich auch mal, denn ich habe jetzt gleich kein Geld mehr. Ich habe zu viel ausgegeben, mir fehlen genau 2000. Überweis mal was, Alter. Hab ich noch mal, ich renne einfach ein paar Passanten um, dann dürfte ich das ja schnell geschehen sein. Mit dem probier das mal jetzt, ich probiere das jetzt mal mit dem Taschendiebstahl. Ach, ich habe hier gar nicht geskillt, dass sie mir Geld bringen. Warte mal. Boah, eieiei, krass. Eieiei, Caramba Carajo. Das ist ja eine Lüge, ich krieg irgendwie... Ach, du machst da wieder Dönikens, ne, bei dir da. Ja. Boah, das ist der Oberhammer, die gehen jetzt so ab. Du leuchtest ja golden bei mir jetzt. Ja? Ja. Sieht ja verrückt aus. Hast du deine Color gechanged? Ja, eigentlich gar nicht. Das bist du gar nicht, was war das? Ach, das war das goldene Ding bestimmt, was man jagen muss, um dann, damit man nicht mehr gewanted ist, sozusagen. So, mal gucken, ob die wirklich Geld droppen. Naja. So viel ist das jetzt nicht, glaube ich. Oh. Das ist ja der goldene Schnaps. Ja, genau. Den musst du quasi fangen. Dagegen fliegen? Oder was? So, nee, einfach hinlaufen und mit E. Dann kannst du mit E kannst du den dann fangen. Oh, boah, den wollte ich gar nicht. Schnell. Ja. Ich hab ihn. Ich hab den goldenen Schnatz. No problem. Super. So, und tatsächlich, der Wanted-Level ist weg. Oh, jetzt ist er wieder da. Sorry, ich brauchte Geld. Immer? Ach so. Wo sind die Cops? Das hier nochmal? Chaoslauf starten, schwierig. Das lass ich erstmal. Ich bin jung und brauche das Geld.
So, reicht das jetzt hier? So. Lustig. Moment mal, habe ich dieses Fahrzeug schon im Besitz? Was ist natürlich das denn eigentlich für ein komisches Zeichen? Das will ich mal sehen. Ach, hier ist wieder so ein Spalt. Ach, ja. Ich wünschte... Betritt Tempospalt einfach. Wollen wir das mal ganz kurz machen? Ich bin zu dir gelaufen. Ich bin in 2 Minuten da. Nicht mal. Pass auf. Komm, ach so, praktisch. Mal. Ja, sehr gut. Tempospalt, das ist wieder das Rumspringen da, weißt du, auf diesen komischen Türmen. Oh Gott. Ah, nee. Purple data is larger and therefore worth more to you. The more you collect, the stronger the rift will be. Watch out for the Zins antivirus programs as they will be laying obstacles in your way, which will break the flow of your combined virus. Catching up to the Zin will destroy them and aid your virus. Okay. Good luck. Das wird Alter, bestimmt super einfach. Dann verkacken wir beim ersten Mal 100 pro. Aber sowas von. Oh. Aua. Yeah, bist du bereit? Keep the motor running, baby! Und los geht's. Linke Maus dazu zum Sturm. 3, 2, 1. Wow, Alter! Das ist der Hammer. Das ist ja super cool. Das macht richtig Laune. Nein! Scheiße, ich bin voll rein. Voll rein. Ich auch. Vorsicht, das da sind sie rechts, rechts. Ist echt ein bisschen wie Tron, ne? Ja, übelst. Aber geil. Macht Laune. Oh, scheiße, bin gestolpert. Hey, da bist du ja. Oh, habe ich einige verpasst gerade. Ja, ich leider auch. Linke Maustaste, Turbo bereit. Boah, das geht ja richtig ab jetzt. Alter! Ach, scheiße, was? Nein, ich bin auf das Rote drauf, weil ich dachte, das wäre cool. Nein, ich auch. Oh Gott. Aber nicht, weil ich dachte, es wäre cool, es war auszusehen. Oh, jetzt wird's heftig, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's richtig krass. Alter, Turbo! Vergiss den Turbo nicht, mein Freund. Ja, Stürmenzeit. Wow, das geht ja richtig ab hier. Das geht ja richtig ab. Oh, oh. Wow. Da kommen ganz schön üble Sachen noch gleich. Das erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt es noch hier? Nein, dieser scheiße, Renner ich bin ja auch rein. Turbo! Komm, das gibt gut Points. Okay, einfach weiter rennen. Ey, das macht so Laune, ich finde das richtig cool. Boah, du bist auf jeden Fall besser als ich in dem Ding. Ja, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Uah, Purzelbaum! Obwohl ich auch hier gerade richtig smash. Cool, Bronze Hammer. Wir haben noch... Glaube ich, sind wir gar nicht mal so scheiße am Start. Boah, diese roten Flächen sind natürlich auch der Tod, ne? Da bist ja... Oh, nochmal Turbo! Alter! Verdammt, ich will mal nach links rüber, wenn eine Kurve kommt. Wow, Vorsicht, gleich musst du kurz mal springen. Das ist ja übel. Und wieder den Turbo aktivieren. Nein, ich bin natürlich genau runtergesmashed. Ich bin zu früh gesprungen. Ich bin gleich hoffentlich am Ziel. Also langsam wird's Zeit. Oh Gott, der Turbo ist gleich aufgeladen. Komm schon, ich brauch den Turbo. Nein, das ist ja richtig assi jetzt. Was denn? Boah, mega assi. Hier kommen gleich so viele Aufsteller. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Ich sehe nichts mehr. Ja, Mann, wir haben's geschafft. Silber, immerhin. Immerhin. Naja, aber ein super spaßiges Spielchen, muss man sagen. Tempospeil. Ey, würde ich direkt nochmal machen. Das hat richtig Laune gemacht. Boah, da kannst du aber nicht so gut durchgehend moderieren, ne? Nee, man muss sich schon sehr konzentrieren. Aber da macht's Laune. So, von Gold war man noch ein bisschen entfernt auf jeden Fall. Aber da muss man, glaube ich, auch üben. Ja, da muss man üben. Aber das machen wir auch jetzt nicht nochmal. Das machen wir ein andermal. Ne? Wir können uns hier genau. Spiele alle nochmal aufheben. Wir haben auch Zeit. Wie fandet ihr das Spiel denn? Könnt ihr mal in die Comments schreiben? Schreibt's in die Kommentare. Ja, 15% so. Boni gibt's auch noch in die Hosentasche. Bonus natürlich in dem Fall, nur weil es hier die Einzahl von also Boni Bonusse? Ist. Also Bonusse? Ja. Bonusse sozusagen. Hast du 2 Bonusse? Ich hab 2 richtige Bonusse. Deine Haselnüsschen sozusagen. Das Bo hat auch welche. Ja. Der Po Frostnüsse. wohin jetzt?
Das war eine super Mission, hat richtig Spaß gemacht. Oh, soll ich mal eine neue Mission raussuchen für uns? Mach mal kurz Fanservice hier. Beseitige die Sinngruppen. So. Okay, was machen wir als nächstes? Guckst du bei den Aufträgen gerade? Das können wir natürlich alles nochmal. Spiel mit den Kräften. Weißt du, Autos kann man in der Garage parken, aber die Mädels hier nicht? Oder was macht die denn für eine Bewegung? Bestimmt ein Skimail. Beeile dich, durch das System zu kommen. Mann, das sind alles Standarddinger. Die machen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir machen Geist die in Bowling. Der Maschine. Nee, hey. Ich glaube, wir gehen mal. Ja. Ach, der lebt ja gar nicht mehr. Okay. Wir sollten mal Kinzi noch auf dem Schiff treffen, wir Deppen. Das haben wir völlig verplant. Ja, okay. Ne, das sollten wir vielleicht mal machen. Ach, das aktiviere ich dann vielleicht auch mal zwischendurch. Okay, ja, ich stehe hier so lange einfach rum. Und los geht's. So, das Tabulator, da mache ich mit. Jetzt müssen wir aufs Schiff oder was? Ich komme geflogen. Mit meinen Geflogenheiten. Oh, ich hänge fest. Also das ist geil mit dem unendlichen Sprinten, finde ich mega. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, das ist super. Mache ich leider auch, wie es aussieht. Ja, es ist ja auch, bietet sich ja auch an, ne? Also ab und zu muss man hüpfen, aber sonst mega. So, ich bin auf dem Schiff. Boah, bist du schnell. Du bist ja unglaublich. Ich habe ja auch unendlich Sprint. Boah, der Sprint ist so schnell teilweise. Oh, du bist ja jetzt noch in der Kabine, ne? Du müsstest jetzt hier eigentlich noch irgendwo in der Kabine sein. Nee, ich warpe so. Ah doch, jetzt komme ich hier gerade raus. Jetzt kommst du raus. Hi. Wollte ich dich gerade heimlich anfassen, weil du ja eine scharfe Frau bist. Bin ich gar nicht. Nee? Nee. Fällt mir gerade wieder das Thema Sexismus bei den Let's Talks ein übrigens. Ja, genau. Interessant. Natürlich habe ich dann volles Einverständnis gehabt. So. Ey, wir sollen mal Kinzi reden, die ist irgendwo unten. Wo ist die? Genau, unten. Ah, okay. Ich komme. Mach mal auf drei, dann haben wir die Sequenz nämlich gleichzeitig. Okay, 1, 2, 3. I need a stable environment to work from inside the simulation. There's several things you can do around Brixton, so I can set it up. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? Na klar, warum nicht? Cool. Ja. Ja. Ne? Wieso kann ich jetzt per Funk nicht durchsagen, die blöde Omme? Lade den Virus hoch. Wo müssen wir das machen? Auch auf dem Schiff. Ja. Auch auf dem Schiff? Nee. Wir müssen wieder zurück. Oh. Immer dieses Herumtreiben. Ja, ganz ehrlich, das hättest du uns auch mal so sagen können. Ich das jetzt mal eben durchfunken. Die quatschen uns ja eh sonst über Funk immer zu. So, ab wieder zum Portal, ne? Gut. Ich finde cool, wie sich die Welt aufbaut. Das sieht schon lustig aus. Masaka spielt WinRAR? Wie kann man denn WinRAR spielen? Oh. You guard the area, and I'll upload the virus. Oh, die kommen in Wellen. Das sind irgendwelche Gangsterkreuze. Okay, du bist auch noch dran. So, ich will wieder mein Watschel, kleine Watschel. Doch, wieso haben wir jetzt hier irgendwelche Gangster? Das verstehe ich gerade nicht. Weil die auch mit uns spielen wollen. Die haben das gern. Und wirklich sind es doch nur Aliens. So, und die anderen kriegt was mit dem Tentakel. Ach, oh, das sind ja unsere. Die Lilanen sind unsere. Dürfen wir nicht vergessen. Oh, stimmt. Oh, ich wollte dich gerade wegbashen. Vorsicht, die gehört zu mir, die junge Frau. Boah, was ist das für ein geiles Saints-Motorrad? Ach, das ist schon tot. Phantom. Alter, guck mal, das Bike. Guck mal hier gerade. Warte. Was? Mich haut meine lila eine Freundin hier runter von meinem Bike? So, habe ich mal gespeichert gerade. Lass das sein. Oh. Ja, ich die vergesse. Ah, warte mal kurz. Pam! Haha! Mach das mal nicht, wenn ich noch daneben stehe. Das tut mich weh. Ach komm, stell die Schnitte so an. Don't worry, everyone loses to me. Warte mal. Du Alter. Das tut dir überhaupt nicht weh. Ich verletze dich damit gar nicht. So, Alter. Okay, erster Zyklop ist erlischt. Und ich kämpfe hier mit den Saints-Kollegen. Aua. Das tut voll dir auch gar nicht drauf. Weh. Jetzt stell dich mal nicht so an, du kannst noch viel mehr ab. Voll auf mich drauf. Du bist sowas wie ein Superheld, Junge. Ja gut, das stimmt natürlich. So, initialisiere die brigsten Virus-Injektion und jetzt... Hacke das Friendly Fire. I need some information from the area around Friendly Fire. Hack that and I'll see what data I can collect. Ich komme. Ups.
Okay. Ach so, dann cool. Hacken wir mal los. Da muss jetzt die Teile finden erstmal, ne? Ich hab ja, das die Teile, das ist total easy einfach hier. Ich hab das gleich fertig. So, cool, dann mach du fertig. Ich hab's nicht fertig. So, Bomb einfach Hack geschafft. Rein. Ja, Mann! So, erledigt. Ach so, ich muss den auch noch, muss ich den wirklich hacken? Huch, bei mir steht jetzt Spielpause. Ach so, weiß ich nicht. Warte mal, wie komme ich da rein? Ich stehe bei mir. Ich habe das nämlich jetzt voll verschissen. Ah, okay. Hacke Rimjobs. So. So, ich hacke gleich mal los. Ich habe den Hack auch geschafft. Ach scheiße, das war natürlich falsch. So. Ach so, sollen wir weiter hacken? Ja, ja, ich dachte, wenn du das hackst, müsste ich das gar nicht hacken. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendeinen Scheiß gemacht. Dachte ich eigentlich auch. So, aber das habe ich jetzt mal ohne dich gehackt. Müsstest du jetzt aber trotzdem auch haben, ne? Ach klar, dann können wir doch nicht hacken. Darfst du nicht anfangen dann. Okay, cool. Und jetzt? Weiß ich nicht. Störe das System. Ah, okay. More than a little disruption to the Zinn systems. See what sort of mayhem you can cause. So, hier müssen wir jetzt hin. Jo. So, bestätige Aktivität statt. Yeah, Vandalismus ist das genau wir unser Ding. Gut. Hey, hey Leute. Alter. Boah. Yeah. Blendend. Oh. Boah, diese Waffe jetzt einfach unendlich zu haben, ist einfach der Hammer. So, wir müssen in eine andere Ecke irgendwie, ne? Ach, was soll das? Da fällt mir eine Laterne auf den Kopf, ey. Sowas gibt's doch gar nicht, Gregor. Eine Laterne? Eine Laterne, Sonnenmond und Sterne. Die Bullen wollen die ans Leder, aber darf ich was geben? Ich brenne auf mein Licht. Ey, da kommt ein Panzer. Panzer? Bams! Der hat auf jeden Fall. Ey, der hüpft hier durch die Gegend, der Panzer. Oh oh, ich hab ein Problem. Der tut nämlich weh. Kommen keine Autos mehr. Pam! Aua! Der hält einiges. Das dauert immer so lange, bis die aufgeladen ist. Oh, jetzt fährt er mich da fünfmal platt. Schön, endlich. Hammerhart! Ist ja hammerhart. Boah. Boah, die braucht echt so ewig. Ja, das ist ein bisschen ätzend. Mhm. Boah, da oben fliegt ein Heli. I'm still the best. Okay, wir sollten uns mal hier vielleicht das Gebiet ein bisschen erweitern, den Radius. Alter! Ich habe am Boden geschossen, was da passiert. Es lag schon auf. So. Oh, ich habe drüber gefeuert gerade. Man darf auch nicht vergessen, das ganze Geld aufzuheben, ne? Warte mal, was wollte ich denn eigentlich gerade noch an... Alter! An Upgrade-Skillen muss ich auch noch mal gleich drüber nachdenken. Was war das noch mal? Wofür was mir die Skin? Kohle gefehlt hatte. Gerade eben. Weiß ich gar nicht. Bin nur neue Hose. Boah, der ist ja geil, der Wagen. God, I love destroying shit. Voll der geile Wagen, Alter. Oh, also Silberhammer. Gold wird kritisch, glaube ich. Obwohl... Ich bin hier gerade an sowas wie einem Hotspot. Aber nicht hot genug. Ja, hier ist auch gerade ein bisschen unhot. Everybody should do this. Seriously. Boah, da verschwindet der Wagen einfach. Wie gemein. Hä? Ich bin gerade in meine eigene Rakete gelaufen. Was? Wenn du die überholst, ne? Weil du schneller bist als jegliche Raketen dieser Welt. Okay, nein, ich wollte gerade. Da war gerade noch ein Parkplatz. Schade. Naja. Naja, egal. War dann trotzdem eine ganz gute Aktion. So, immerhin haben wir. Ach, Gold haben wir fast geschafft. Ja, war knapp dran, aber leider auch vorbei, wie man so schön sagt. Naja, Level wir werden es auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe das ein bisschen schneller durchgeskippt, weil ich wollte noch kurz gucken. Ich muss auf dich warten.
Ja, das ist leider immer die Krux, aber ich habe eigentlich auch schon bestätigt, der hampelt jetzt nur rum, jetzt ist Ladebildschirm und wir sind wieder in the game. Und ich will nämlich trotzdem mal Upgrades gucken, damit ich das nicht vergesse, weil ich kenne mich ja. Warte, Ziel erreicht, störe das System, ich lese mal vor, was als nächstes kommt. Ja. Machen wir dann in der nächsten Episode. Triff dich mit Kinsey auf dem Schiff. Ah, das machen wir dann in der nächsten Episode. Moment mal, jetzt will ich aber erst mal kurz. Warte, quatscht gerade bei mir wieder. Ah, okay, sorry. Hat schon wieder aufgehört. Ich sage, die kann das ruhig über Funk machen. So, ich mittlere Big-Ups habe ich gemacht noch. Passantengemetzel habe ich jetzt weggelassen. Aber da war noch irgendwas, was cool war, was ich aber ja nicht nehmen konnte. Ich weiß nicht, was war. Was es war. Ich weiß es doch auch nicht, du kleiner Hosenmatzian. Ich war, ja. So, ich bin wieder auf dem Schiff. Also hier habe ich doch alles. Ich weiß es nicht mehr. Solange du noch nicht da bist, vögel ich noch mal schnell mit Kinsey. Okay, mach das mal. Wieso gibt das eigentlich keine Upgrades oder Experience? Oh, ich bin noch voll weit weg vom Schiff. Wo ist denn das hier? Muss ich ja erstmal wieder auf Tabulator und sowas alles. Oh yeah. Ach hier. Yeah. Hä? Das ist ja direkt um die Ecke. So, Vor allem ist das Vögel mit Kinsey voll unspektakulär, weil man einfach nichts sieht. Ja, was willst du machen? Reicht einfach nicht für mehr, weißt du? Begleiter abhärten. Mach ich auch mal. Müssen die Begleiter dann auch mal aktivieren eigentlich. Die haben wir noch aktiviert teilweise. Eben waren zum Beispiel welche da. Ja eben, aber nur für die Mission, glaube ich. Ach ja, Kinsey ist ja unten. Ich vergesse das immer und immer wieder. Sagst du Bescheid, wenn wir da sind, machen wir wieder auf 3, ne? Okay. Ich habe gerade ein bisschen Schnupfen. Was? Bist du bereit? 1. Warte. Also. So. Ja, bin bereit. 1, 2, 3. Okay, that should give me a better gateway into keeping an eye on things inside Big Steelport. Here's that upgrade I promised you. Thanks. Sweet. Gedankenkontrolle. Boah, geil. Will ich sofort ausprobieren. Mit F1, ne? Ja, komm, zurück, direkt zurück. Nein, ich laufe immer auf die Brücke. Ja, das hat sie so an sich, die Brücke. So. Back to the simulation. Und dann testen wir mal Gedankenkontrolle aus. Aber sowas von, das kannst du mal glauben. So, da bin ich auch wieder. Und jetzt hier. F1. Ah, das müsste deine Gedankenkontrolle sein. Hä? Die habe ich noch gar nicht aktiviert. Ich habe nur Eis und Feuer. Warte. Ich glaube. Tatsächlich. Da haben wir irgendwas überlesen. Wahrscheinlich müssen wir dafür noch was machen. Ach, Kacke. Warte mal. Elemente, Gedankenkontrolle ist bei mir noch aus. Diese optionale Aufgaben ab, um dieses Element freizuschalten. Willst du mich verarschen? Ach, ich sehe, der Sarat saß da. Jojo. Und meine Ladies sind auch am Start hier. Die Dicke. Ein paar sind aber süß. Wie hast du die aktiviert? Du kannst sie editieren, irgendwie beim Gateway. Ach, guck mal, der danced. Ah, okay. Der danced den Kopf. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause, oder? Warte, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zum Gateway, weil ich möchte die natürlich auch aktivieren. Du kannst sie aktivieren, die kommen automatisch. Nein, ja, ich bin natürlich wieder ins Schiff rein. Du kannst sie nur bearbeiten. Ja, warte. Ich bin schon wieder am Schiff drin, ich komme gleich wieder in die Realität, also in die Fake, also in die Simulation. So, Standort, Steelport. Ich sehe dich da rumlaufen, ist ja süß. Wir müssen mal gucken, dass wir nach und nach auch die Gebiete übernehmen alle, ne? Ja. Wir müssen ja eh noch voll viel zu tun, gibt's. Deswegen machen wir Folgen von einer halben Stunde. Wir Psychos. Waffenlager? Hä, wo siehst du das beim Gateway? Ich hab das bei mir gar nicht. Da gibt's die Banden. Hab ich bei mir nicht. Du kannst sie da nicht holen. Du kannst sie aber anpassen da, soweit ich weiß. Nee, bei mir nicht. Ich hab die Banden einfach gar nicht. Vielleicht war das woanders. Vielleicht, weil du den Server stellst. Ich weiß es nicht. Bandenanpassung im Gateway. Ach, jetzt laufen ja auch überall Saints rum. Das sind vielleicht nicht unsere Banden, sondern einfach, weil das Gebiet schon übernommen haben hier. Nee, ich hab hier echt alles cool. Ja, hier laufen einfach überall Saints rum. Ja, das ist ja, wenn wir in unserem Gebiet sind. Klar, dann helfen uns Saints. Aber, die Bandenanpassung, vielleicht ist das dieselbe. Das sind halt, ich habe halt 3 heiße Mädels und eine lustige. Ja, das kann sein. Das ist ja die Lustige mit der Blume am Kopf, ne? Ja. Oh, entschuldige bitte, die ist ja auf meiner Seite. So, ich bin jetzt weg. Wo bist du denn?
Ich werde jetzt nach Kalabrien fliegen. Morgen Abend. Nicht leider. Quatsch, denn schon wieder da. Oh. Ui, boah, krass. Einfach wie mega geil man mittlerweile eine Wand hochlaufen kann. Was denn hier? Achso, das war so ein Ding. Wie der Sarazada einfach rumfliegt die ganze Zeit. Das macht so Spaß. Ja, das stimmt. Da nicht mit das Geilste am Spiel, ne? Ja. So einfach dieses sinnlose Rumlaufen und irgendeinen Scheiß machen. Cool, ich gehe mal hier auf die Brücke und da verabschiede ich mich dann. Von euch. So. Von mir nicht? Nee, von dir nicht. Du gehörst doch dazu. Noch alle einen Teil. Eine Mega-Fusion. Hui. Auf so, die Brücke, drauf. Sagst du, ja? Ja. Ganz ja, auf dem Pfeiler? Da bin ich drauf. Ich warte gerade auf dich. Sieht ja, cool Sahi, aus. Alte Flöte. Guck mal, da sind wieder Datensammlungen. Die holen wir später. Das machen wir dann in der nächsten Episode, liebe Freunde. Und wir verabschieden uns für heute von Let's Play Saints Row. Einer Folge, wo wir vielleicht ein bisschen stiller waren, aber dafür wieder mit gnadenloser Überlänge. Da soll man auch mal sagen, wir würden keine langen Folgen machen und so. Ne? It's a pain, halt die Fresse. So, was? Nee, macht ich hab nichts gesagt. Ja, natürlich, oder? Alter. Könnte ich den ganzen Sarah? Tag spielen. Könnte ich den ganzen Tag spielen. Ich auch. Ja, jetzt macht's mir keinen Spaß mehr plötzlich. Tschüss. Tschüss, bis später. Tschüss, Wieder ist ein neues Abenteuer vergangen hier bei Let's Play Saints Row. Und ihr wart natürlich wieder fleißig am Mitschauen. Super. Und der Gregor, der hat auch mitgespielt. In schamloser Überlänge heute mit einem geilen Racing-Game, was wir mit Sicherheit nochmal durchziehen werden und Gebiete übernehmen und. Es gibt noch viel zu tun, um die Welt zu ruhlen, Alter. Yeah. Ja, und dann fangen wir morgen am besten gleich damit an. Alles klar, ciao. Tschö. Be